Um 100.000 Euro im Jahr mit Fotos und Videos zu verdienen, brauchst du vermutlich deutlich weniger, als du gerade vielleicht denkst. Viele von euch da draußen denken immer noch, dass man extrem viel benötigt, Skillset und Equipment etc., um wirklich diesen Betrag von 100.000 Euro, einem sechsstelligen Betrag im Jahr mit Fotos und Videos zu verdienen, was aber eben nicht so ist. Und genau deswegen nehme ich euch heute dieses Video auf. In diesem Video möchte ich dir jetzt einmal ganz genau zeigen, welche Dinge du eben nicht benötigst und die Punkte, die du wirklich brauchst, die wirklich essentiell wichtig dafür sind, um wie gesagt sechsstellige Umsätze mit Fotos und Videos im Jahr zu machen. Mein Name ist Tobi Obermeier und ich habe mir in den letzten 4 Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma aufgebaut, mit der ich auch jährlich sechsstellige Beträge erwirtschafte. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum, sondern jetzt kommen wir direkt zu den Punkten, die du nicht benötigst, um 10.000 Euro im Jahr mit Fotos und Videos zu verdienen. Punkt Nummer 1 ist hier auf jeden Fall, du musst nicht der Beste sein. Ganz, ganz viele Leute da draußen denken wirklich, man muss extrem gut in dem sein, was man macht. Man muss extrem krasse Fotos, krasse Videos produzieren können, extrem gut im Schnitt sein, in der Nachbearbeitung. Aber so ist das Ganze tatsächlich nicht. Es wird da draußen so oder so, egal wie gut du bist, immer jemanden geben, der besser ist als du. Und es gibt da draußen auch Leute, die machen bessere Fotos und Videos wie ich mit meiner Videoproduktionsfirma. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem mache ich mit meiner Videoproduktionsfirma sechsstellige Umsätze und ganz viele da draußen, die bessere Qualität, sage ich jetzt mal, liefern, machen vielleicht nur 10.000, 15.000 Euro im Jahr. Und zudem muss man auch noch dazu sagen, selbst wenn du noch nicht da bist, wo du hin möchtest, was den Skill Content Creation, also Fotovideografie angeht, kannst du dir das Ganze alles inzwischen sehr einfach beibringen mit YouTube-Videos, Mentoren, Online-Kursen und so weiter. Das heißt, hier musst du auf jeden Fall nicht den krassesten Skill mitbringen, sondern wie gesagt, kannst du auch nach und nach noch ausbauen und wie gesagt, du musst nicht der Beste sein. Punkt Nummer 2, den du auf jeden Fall nicht brauchst, ist extrem viel und extrem teures Equipment, sprich extrem teure Kameras, krass viele Objektive, Lichter und so weiter. Natürlich, letztendlich, du brauchst irgendwas, womit du Fotos oder Videos erstellen kannst, keine Frage, aber letztendlich, deinem Kunden ist es scheißegal, ob du jetzt eine Kamera für 17.000 Euro auspackst oder eine Kamera für 500, 600 Euro, solange eben das Ergebnis für deinen Kunden stimmt. Punkt Nummer 3, den du auf jeden Fall nicht brauchst, um mit Fotos und Videos viel Geld zu verdienen, ist viel Startkapital. Natürlich muss man sagen, wenn du jetzt direkt dir eine Kamera für 3.000 Euro kaufen möchtest, dann noch ein Objektiv für 2.500 Euro, dann noch einen MacBook für 3.000 Euro, dann natürlich hast du schon hohe Investitionskosten, die du am Anfang tätigen musst, aber du kannst auch vermutlich mit dem, was du schon hast, anfangen und hier eben deine ersten Kunden abschließen und gutes Geld verdienen. Ich glaube, jeder von uns hat inzwischen ein gutes Handy in der Hosentasche stecken, heißt, du kannst inzwischen, wenn du wirklich weißt, wie man damit umgeht, schon mit deinem Handy wirklich gute Fotos und Videos produzieren oder selbst wenn du nicht mal ein gutes Handy haben solltest, kannst du zum Beispiel anfangen, einfach Videos zu bearbeiten, Videos zu schneiden oder Bilder zu bearbeiten und hier eben deine ersten paar tausend Euro verdienen und dir von diesem Geld dann eben Equipment kaufen. Und Punkt Nummer 4, den du auf gar keinen Fall brauchst, um viel Geld mit Fotos und Videos zu verdienen, ist viel Reichweite auf Social Media. Das sehe ich auch immer wieder und höre ich immer ganz oft, wenn ich mit anderen Foto- und Videografen zum Beispiel spreche, die irgendwie sich damit ein Business aufbauen wollen oder generell Leute, die sich was aufbauen möchten, die denken wirklich, dass du viel Reichweite auf Social Media brauchst, um Kunden zu gewinnen, was, wie gesagt, eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Weil meistens oder in den meisten Fällen, wenn die Leute viel Reichweite auf Social Media haben, ist es nicht mal die Zielgruppe, die dir dann auch deine Arbeit bezahlt, sondern es sind andere Foto- und Videografen oder Leute, die einfach deine Arbeit cool finden. Aber du brauchst keine große Reichweite auf Social Media, weil du auf jeden Fall einfach aktiv auf potenzielle Kunden zugehen solltest und hier dann eben auch Kunden gewinnen kannst. Und somit brauchst du auf jeden Fall keine Reichweite auf Social Media. Jetzt habe ich dir mal ein paar Sachen erklärt, die du auf jeden Fall nicht brauchst, um sechsstellig im Jahr zu verdienen. Und jetzt möchte ich auf die Punkte eingehen, die du auf jeden Fall brauchst, wo ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen kann, um wirklich mindestens mal 100.000 Euro im Jahr mit Fotos und Videos zu verdienen. Punkt Nummer 1, den du auf jeden Fall benötigst, ist das richtige Mindset, persönlich, aber auch aufs Business bezogen. Auf den persönlichen Bereich bezogen meine ich das so, du musst einfach dein Mindset, wahrscheinlich wie es jetzt gerade ist, ein bisschen abändern, sage ich jetzt mal, um wirklich auch als Person wachsen zu können und eben diesen Herausforderungen, die dich erwarten, eben auch gewachsen zu sein. Und auf der Business-Seite ist es eben so, was du für dein Mindset verstehen musst. Du musst wirklich dir bewusst sein, was für einen Mehrwert du deinen Kunden lieferst. Ich sage es dir wirklich immer wieder, du verkaufst nie nur irgendwie Fotos oder Videos, sondern du verkaufst wirklich
einen extremen Mehrwert für deinen Kunden, den du eben lieferst mit den gewissen Fotos und Videos. Das sind so Sachen wie Sichtbarkeit, Reichweite, Aufmerksamkeit, die Resultate daraus, Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr Vertrauen bei potenziellen Neukunden. Und das musst du auf jeden Fall in dein Mindset so einbrennen, sage ich jetzt mal. Ansonsten wird es dir nicht leicht fallen, wie gesagt, diese 100.000 Euro im Jahr mit Fotos und Videos zu verdienen. Punkt Nummer 2, den du auf jeden Fall brauchst, ein richtiges Angebot, ein lukratives Angebot, das von einer gewissen Zielgruppe auch gebraucht wird, benötigt wird, dass du es eben leichter hast, dieses Angebot auch hochpreisig an deine Kunden zu verkaufen. Das heißt, du solltest, wie gesagt, im Punkt davor schon angesprochen, nicht irgendwie einfach Fotos und Videos verkaufen, sondern wirklich, wenn du mit deiner potenziellen Zielgruppe sprichst, die Probleme von deiner Zielgruppe verstehen und dementsprechend dann eine Lösung anbieten können, dass es dann in dem Fall nicht deine Foto- oder Videoproduktion, sage ich jetzt einfach mal, sondern wie gesagt, die Lösung zu dem Problem ist dann zum Beispiel irgendwie mehr Mitarbeiter zu bekommen, bessere Bewerbungen zu bekommen, mehr Neukundenanfragen zu bekommen und so weiter. Wenn du so ein Angebot hast, dann wird es dir deutlich einfacher fallen, eben sechsstellig im Jahr zu verdienen. Jetzt sind wir auch schon bei Punkt Nummer 3 angekommen, den du auf jeden Fall brauchst. Und zwar ist das Ganze hier Disziplin und konkrete Ziele. Ich sag dir ganz offen und ehrlich, dieser Weg wird nicht leicht für dich, dass du wirklich in einem Jahr mal 100.000 Euro verdienst. Vor allen Dingen, wenn du es noch nie gemacht hast. Es werden sehr viele Herausforderungen auf dich zukommen, die du vielleicht noch nie in deinem Leben hattest. Deswegen wird es hier und da auch mal irgendwie ein bisschen schwierig einfach. Und man fühlt sich dann irgendwie auch mal nicht so motiviert und so weiter. Aber hier ist es einfach wichtig, dass deine Disziplin der Motivation überwiegt, ja, und du einfach auch durchziehst und weitermachst, wenn du vielleicht irgendwie mal eine kleine Durststrecke oder so hast. Und ich habe es gerade schon angesprochen, wie gesagt, konkrete Ziele brauchst du eben auch. Daran solltest du einfach festhalten und das Ganze hilft dir einfach auch diszipliniert weiterzumachen, wenn du mal keine Lust mehr hast, ja, weil wie gesagt, das ist ganz normal und menschlich, dass man irgendwie vielleicht mal man nicht mehr möchte oder vielleicht ist das und das gerade irgendwie interessanter oder man möchte lieber, keine Ahnung, ins Fitnessstudio gehen oder was anderes machen, sich mit Freunden treffen. Aber wenn du wirklich dir deine konkreten Ziele immer wieder vor Augen hältst, fällt es dir deutlich einfacher, eben auch diszipliniert weiter daran zu arbeiten, eben in diesem Jahr sechsstellig mit Fotos und Videos zu verdienen. Und jetzt sind wir auch schon bei Punkt Nummer 4 und dem letzten Punkt und meiner Meinung nach auch dem wichtigsten Punkt hier in diesem Video angekommen. Du brauchst einen ganz klaren Sales-Prozess. Das heißt, du musst lernen, wie du konstant Kundenanfragen generierst und dann eben auch deine Dienstleistung richtig und hochpreisig verkaufst. Also im ersten Schritt ist es eben wichtig, dass du weißt, wie du konstant Kundenanfragen generierst von potenziellen Kunden, die Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten, denen du helfen kannst. Im nächsten Schritt ist es dann eben wichtig, wenn du gelernt hast, wie du konstant diese Kundenanfragen bekommst, wie du dann eben mit den Leuten deine Arbeit richtig kommunizierst und eben deine Dienstleistung dann auch richtig und hochpreisig verkaufst. Und wenn ich hochpreisig sage, meine ich mindestens für einen Auftrag mal 4.000 Euro aufwärts zu verlangen. Wie gesagt, hier gibt es einfach verschiedene Wege, deswegen Sales-Prozess musst du einfach aufbauen und über die nächsten Wochen und Monate entwickeln, dass du wie gesagt, konstant Kundenanfragen generierst und dann eben auch deine Dienstleistung hochpreisig verkaufen kannst. Das heißt, wenn du dich wirklich an diese 4 bzw. 8 Punkte hältst, kannst du wirklich mit Foto- und Videodienstleistungen im Jahr 100.000 Euro abschließen. Wenn du jetzt sagst, genau dabei brauchst du Hilfe, du weißt irgendwie nicht, wie du konstant Kundenanfragen gewinnst, wie du richtig deine Dienstleistung verkaufst oder generell das Ganze aufbauen sollst, planbar machst oder wie gesagt einfach generell von null aufbauen möchtest oder eben skalieren möchtest, dann check jetzt auf jeden Fall mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kannst du dich nämlich für ein komplett kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich eintragen. Da schauen wir uns dann einfach mal ganz genau deine aktuelle Situation an, gucken einfach, wo du bist, wo du hin willst und wie das Ganze konkret eben bei dir aussehen könnte, wie du das Ganze bei dir umsetzen kannst. Wie gesagt, der erste Link in der Videobeschreibung, komplett kostenlos und unverbindlich. Dann würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall, dich und dein Business ein bisschen näher kennenzulernen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich noch lernen, wie du noch diese Woche 10 Kundenanfragen generieren kannst, 10 hochpreisige Kundenanfragen, dann klick auf jeden Fall mal jetzt hier auf dieses Video und schau dir das ganze Video mal an, weil hier erkläre ich dir ganz genau, wie das eben funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir sehr gerne noch ein Like da. Wenn du Fragen hast, schreib einfach deine Frage in die Kommentare. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, lass mir auch sehr, sehr gerne an der Stelle noch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Tobi Obermeier.